Lisa ist kurz davor abzubrechen, mit Xander Schluss zu machen und abzureisen. Warte mal ab, bis dein Freund hier fremd geht, dann will ich dich was. Meine Finger, haben nach was gesucht. Wenn die das sieht, da ist alles vorbei. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Make-Love-Fake-Love-Reaction hier auf diesem Kanal. Und heute zur 6. Folge. Ganz kurze Zusammenfassung. Xander ist auf jeden Fall nach wie vor sehr gut dabei. Wer aber vielleicht nicht mehr ganz so lange dabei ist, ist eventuell seine Freundin. Also ich habe auch schon den Vorspann angeschaut und den Bildern nach, die da heute kommen, weiß ich nicht, ob die das länger mitmacht oder nicht. Also ich meine, die war ja sowieso schon kurz davor abzubrechen und ich glaube, das könnte ihr heute wirklich den Rest geben. Deswegen bin ich da mal gespannt. Ansonsten gibt es natürlich erstmal noch die Auflösung von James, ob da jetzt eine Freundin kommt oder nicht. Ansonsten, die ganze Folge hiervon ist natürlich unten verlinkt, gibt es bei RTL Plus und damit let's go. Und die Tür geht jetzt auf. Also ich habe keine Ahnung, was ich tippen würde. Ich glaube, der ist Single. Boah. Nein. Nein. Und sie bleibt leer. Nein. Was? Boah, krass, ey. Wirklich Single. Letztes Mal hatte Antonia ja ein gutes Händchen dabei. Dieses Mal aber leider nicht. James hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ich wünsche dir, dass sie den richtigen findet und dass sie nicht reingelegt wird. Ja, weil anscheinend gibt es da wirklich einige, die vergeben drin sind. Und ich hoffe, dass sie da den richtigen Partner findet. Ja, anscheinend soll es solche Leute da drin geben. Ja? Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich ja auch gar nicht so wenige. Und deswegen natürlich gar nicht gut, dass jetzt einer raus musste, der halt nicht vergeben ist. Aber gut, ich hab's mir ja gedacht. Ne? Antonia, hättest du mal auf mich gehört? Wie verwirrt die alle schauen. Gegangen, dass er vergeben ist? Safe. Zu 100%. Ja, der Schock sitzt einfach tief. Was anderes kann man da aktuell nicht sagen. Ich weiß zu 1000%, dass ich Single bin, aber langsam denke ich, dass bei mir auch eine Frau reinläuft. Ja, weiß ich nicht. Also es ist halt nach wie vor schade, dass auch wir nicht wissen, können wir ihm das jetzt glauben oder nicht? Das ist halt die Frage, ne? Also ich glaube nicht, dass der Single ist. Aber vielleicht liege ich halt auch falsch. Es ist schon irgendwo auch eine Wut in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hasse es, ehrlich gesagt, für dumm verkauft zu werden. Und alle Jungs, die hier noch gerade drin sind, ja, also die Hälfte von den Jungs muss anscheinend vergeben sein. Magst du kurz quatschen? Ja. Da sind wir doch froh, dass wir hier den Xander dabei haben, der nicht vergeben ist und ihr jetzt hier mal zur Seite steht. Ja, da können wir wirklich froh sein. Xander ist auf jeden Fall neben Dennis und auch zum Beispiel einem Okan meine absoluten Single-Kandidaten. Da weiß ich, da ist keine Frau und... Nee, ach Quatsch. Auf gar keinen Fall ist da eine. Auf die kann ich vertrauen und mit denen kann ich ganz offen sprechen. Wenn er so ist, wie du ihn beschrieben hast und du kennst ihn viel besser als wir, dann macht er das einfach richtig gut. Mhm. Und er ist dabei, den Pokal für euch zu holen. Ja, das ist halt die Frage. Also auch da habe ich ja auch beim letzten Mal gemeint, es müsste halt mal so Gespräche geben, wo man dann den, also es ist halt immer die Frage, ob er dann auch ehrlich wäre oder nicht. Aber damit man eben mal erfährt, ist das jetzt von seiner Seite aus nur Spiel oder mehr? Ich weiß aber auch nicht mal, bei Max ist es irgendwie auch, glaube ich, gar nicht so richtig vorher rausgekommen. Beziehungsweise würden die jetzt wahrscheinlich sich nicht hinsetzen und sagen so, ja, irgendwie merke ich hier schon, dass ich da emotional was aufbaue und so. Das glaube ich halt auch nicht. Aber ja, das würde mich halt immer interessieren. So, was geht in demjenigen selbst vor? Was denkt er sich so darüber? Und ja, an welchem Punkt steht der so wirklich? Ich bin der schlechteste Mensch, den es gibt. Nein, kann ich dir nach Hause schicken? Aber du bist doch kein schlechter Mensch. Jeder Zweite spielt gerade ein falsches Spiel mit mir. Und jeder Zweite schwört gerade auf seine Mutter, auf seinen Hund, auf seine, weiß ich, Urgroßoma. Ganz ehrlich, also ich fühle mich wirklich verarscht. Mir kannst du schon vertrauen. Ja. Was heißt da, ja? Weiß ich nicht, ne? Bei mir alle anderen ist auch eigentlich so. Du hast dir vielleicht versprochen, aber ich glaube, das merkt man noch an der Art und Weise, wie ich zu dir bin. Wenn ich mit einer Frau noch Spaß habe, dann schaut das nicht so aus, wie wir gestern gekuschelt haben. Ich habe keine Ahnung, wie abgebrüht ihr alle seid. Ich traue langsam jedem alles zu. Also wenn du da irgendwann stehst und deine Freundin kommt raus, ne?
Also dann. Ich habe immer noch keine Freundin. Ja. Nicht so eine schöne Situation. Das ist halt wirklich, also diese Situation. Er sieht ja, der geht's offensichtlich gar nicht gut damit. Und es ist ja das Spiel, du musst da aber sitzen und die Person auch anlügen. So, ja, du bist traurig, weil du jetzt einen nicht Vergebenen rausgeschickt hast. Und ja, ich bin natürlich nicht vergeben und ja, mir kannst du natürlich vertrauen. Wenn du das dann raushauen musst in der Situation, also ich glaube, man sieht schon, das beschäftigt den auch. Ja, weil ich am Überlegen bin, ob ich ein schlechter Mensch bin. Ja, das ist halt schwierig, ne? Ich meine, es gibt natürlich Leute, die würden das genauso auch im echten Leben machen. Das wären dann auch schlechte Menschen. Hier ist es halt leider das Spiel, die Aufgabe davon. Ich glaube, letzte Nacht hast du es ziemlich gut bewiesen. Wenn du jetzt in einer Beziehung mit drin wärst, wärst du jetzt Single. Ich habe immer noch keine Freundin. Ja. Ja, das ist halt krass, weil die glaubt ihm das ja auch. Und wiederum, was muss er sich jetzt denken? Er kann ja auch, er weiß ja auch nicht, vielleicht ist für seine Freundin jetzt wirklich vorbei. Er würde es ja erstmal nicht mitbekommen, zumindest nicht so lange, wie die nicht abbricht. Und vielleicht kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo er sich denkt so, ja, wahrscheinlich ist das mittlerweile eh vorbei. Und ja, keine Ahnung, ihr wisst schon, also das kann in so viele interessante Richtungen gehen. Ich finde es auch richtig spannend. Geh mir hoch. Ja? Ja, oder an die Bar, ist mir egal. Also, oder wir können auch runtergehen, kuscheln. Ja, ich meine, hier ist ja immer noch eine Dusche ausstehend. Da hat er ja hier immer noch die Karte quasi für, die ja das Ticket in die Dusche, das er noch einlösen kann. Toll, schon falls Dusche. Boah, das ist echt schwierig. Also ich finde, das einfach den Frauen anzutun, das ist echt, echt, echt schlimm. Ich könnte es zum Beispiel gar nicht, also... Das Lustige ist halt, das funktioniert, das könnt ihr mal kommentieren, funktioniert das bei euch auch? Also da spricht er ja jetzt zu uns, so, und ich finde, daran merkt man irgendwie, wenn man selbst in der Situation wäre und derjenige das so sagt, dann würde man es doch auch irgendwie glauben, oder? Also ich habe ja vorher auch immer gemeint, ich denke, er ist vergeben. Wiederum, wenn man das jetzt aber so hört, dann denkt man sich irgendwie so, ja, vielleicht ja auch doch nicht. Deswegen auch kein Wunder, dass das bei Antonia natürlich noch viel besser funktioniert, aber ja, das ist schon hart. Übrigens, zur Beruhigung, ja, ist natürlich auch klar, von wem soll die Idee auch sonst kommen, wenn nicht von Chris? Auf jeden Fall pflücken die sich hier einfach den Rosmarin vom Busch und lutschen den zur Beruhigung. Also wenn man Chris heißt, können auch nur gute Ideen von einem kommen. Das geht gar nicht anders. Vielleicht sollte Antonia da auch mal. Ich hoffe, das ist auch wirklich Rosmarin und nicht irgendwas anderes. Krank. Übrigens, habe ich jetzt, glaube ich, nicht drin gelassen, kann man auch einfach zusammenfassen. Julian hat jetzt mal eine Ansage bekommen von Antonia, aber eine richtig ordentliche, dass er hier mal ein bisschen mehr auf Angriff gehen soll. Ja gut, ne? Gucken wir mal, ob er das umsetzt oder vielleicht auch einfach weiterhin an seine Freundin denkt und lieber ein bisschen zurückhaltender bleibt. Als ich heute Morgen aufgestanden bin und zu den Jungs wollte, wollte ich durch meine Tür gehen und vor meiner Tür lag dann ein lilaner Brief. Es war ein Liebesbrief. Liebe Antonia, ich schreibe dir nicht, weil sich mein Name so gut schreiben lässt, sondern um dir noch einmal mitzuteilen, wie sehr ich die Zeit mit dir genieße. Ich merke, wie ich mich zu dir hingezogen fühle und würde mir wünschen, dass wir beide eine Nacht zusammen verbringen könnten. Für mich ist das sehr wichtig, auch deine Nähe mal zu spüren und zu sehen, ob diese Gefühle sich verstärken. Liebe Grüße, dein Ken. Ja, da hat sich der Dustin hier nicht lumpen lassen und hat ihr hier mal einen Brief geschickt. Also wenn er hiernach jetzt den Schlüssel nicht bekommt, ja, dann weiß ich aber auch nicht. Also die meinte scheinbar auch zu ihm, wenn er den Schlüssel möchte, dann soll er ihr doch mal einen Brief schreiben. Und ja, das hat er ja jetzt gemacht. Also es ist wirklich eine super süße Geste und ich muss sagen, es hat mir wirklich auch so ein bisschen die Sprache verschlagen. Hast du dich jetzt aber dafür entschieden, dass weiter zu gucken, was passiert? Ja, jetzt gucke ich mal. Ja, also was anderes macht halt auch nicht wirklich Sinn, weil jetzt ist natürlich wichtig zu schauen, wie weit geht er denn? Welche Grenzen werden vielleicht auch noch überschritten? Und ja, wenn die abbricht, dann erfährt die das halt nie. Also habe ich ja auch schon gemeint, ich glaube danach dann weiterzumachen wäre schon, also eigentlich unmöglich. Und ja, deswegen muss man noch ein bisschen zuschauen am besten. Lisa ist kurz davor abzubrechen, mit Xander Schluss zu machen und abzureisen. Later. Und du machst dich auch viel zu sehr verrückt.
Und das steckt auch die anderen, also zumindest mich, das steckt mich dann auch an. Und deswegen, ja, aber da kann ich keine Rücksicht nehmen. Nee, nee, das meine ich nicht damit, aber du musst versuchen, runterzukommen ein bisschen. Also, nein, keiner kann sorry. Das, aber... Ja, ich finde, die ist, also die ist eher so ein bisschen ruhig und nachdenklich, zumindest von den Bildern. Dass ihr nicht gefällt, ist klar und merkt man auch, aber... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie so voll hysterisch die ganze Zeit unterwegs wäre und die anderen verrückt macht. Oh nee, Lisa, finde ich auch hier, ne? Mach mal ein bisschen ruhiger, fahr hier mal einen Gang zurück und ja, bring hier mal nicht die Ruhe raus. Du musst ein bisschen so versuchen runterzukommen, weil du bist jetzt gerade safe, so, es passiert nicht mehr. Meine, woher willst du es denn wissen? Ich habe da noch nicht mal die Nachricht. Ja, das frage ich mich auch. Aber warte doch einfach ab. Weißt du, was ich für ein Kopfkino habe? Du hast noch nichts bekommen mehr. Ja, warte mal ab auf deinen Freund, wenn er knutscht. Klar, verstehe ich dich voll. Sehen. Warte mal ab, bis dein Freund hier fremd geht, dann will ich dich was. Du siehst mich doch die ganze Zeit. Ob du dann so cool reagieren würdest. Wenn Lisa, ich dir sage, sieh das nicht als Angriff. Ja, aber sieh das nicht als Angriff. Ich meine es trotzdem gut so. Ich meine so, mal den Teufel nicht an die Wand, warte ein bisschen und komm runter. Und ihr dürft auch nicht vergessen, Leute, wir sind hier nicht im Urlaub. Nee, wenn klar, jemand viele Emotionen hat, dann darf er die auch einen ganzen natürlich Tag rauszeigen. Ja, entschuldige mal. Soll ich vielleicht darfst du deine Emotionen zeigen. Ich weiß doch nicht, du sollst jetzt komplett mit Klettverschluss oder so. Das ja, aber du hast es gesagt. Ich will nur damit sagen, man sollte auch ein bisschen lernen, so vielleicht so in dem Moment, wenn du nicht aber mehr hast, die jetzt Situation. Lass ja, lass ich glaube, das macht es nicht besser gerade. Ja. Du meinst es gut, ja, aber... Ja, ich denke halt, die meint eigentlich wirklich, dass sie sich jetzt nicht schon irgendwas ausmalen soll, was gar nicht passiert ist. Aber das macht man ja automatisch. Also, das wird man nicht weglassen können. Liebe Antonia, die PartnerInnen haben Dennis für ein Date mit dir ausgewählt. Super, geil. Also, ich habe zwei Theorien, weshalb Dennis ausgewählt wurde. Einmal dieser Spaßfaktor. Und zum anderen glaube ich, dass die Ladies in der Villa einfach mal sehen wollen, wie er so unter vier Augen ist. Schlechteste Chancen. Ich glaube Dennis. Dennis ist doch gar nicht ihr Typ. Julian auch nicht, ja. Aber ihn noch eher als Dennis, weil... Ja, Julian hat, glaube ich, eigentlich gar nicht mal so schlechte Chancen, aber nutzt die halt noch nicht richtig. Möchte er ja ändern. Und ja, bei Dennis glaube ich leider auch, also... Antonia ist sich zwar, meinte sie heute mal am Anfang, relativ sicher, dass er nicht vergeben ist, aber ich glaube auch nicht, dass er, also er wird weiter drin bleiben, den wird die jetzt nicht rausschmeißen erstmal, aber ja, so wirklich krasse Chancen, glaube ich, hat er dann doch nicht. Oder beziehungsweise sagen wir es mal so, ihre Favoriten sind halt eher andere. Nun darfst auch du dir noch einen Mann aussuchen, der euch begleitet. Ich würde gerne tatsächlich den Dustin mitnehmen. Oh wow, geil, danke. Nice Brille, Dustin. Die habe ich übrigens auch. Und schon wieder kein Date. Na, vielleicht nochmal ein bisschen lauter beschweren. Vielleicht sagt ihr dann auch so, ah gut Marcel, dann nehme ich dich halt auch noch mit. Ja, Dustin bleibt doch lieber doch hier. Ich nehme doch den Marcel mit. Das ist natürlich gut, dass er ja auch zeigt, dass er sie möchte. Aber er macht das halt immer auf so eine, oder manchmal auf so eine Art und Weise, die ja jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt positiv ankommt. Übrigens, ich glaube, das Date wäre doch mal eine gute Möglichkeit für Dennis, den Dustin hier auszuradieren oder vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen zu versuchen, ihn zu exposen, könnte ich mir vorstellen. Also ich finde es gut, weil ihr einfach sehr unterschiedlich seid. Und so kann ich euch natürlich auch noch mal ein bisschen mehr testen und auf den Zahn fühlen. Denkt ja eigentlich, Antonia hat bei Dennis auch diese Chichi-Vibes? Schon, oder? Ich meine, das geht ja auch fast nicht anders. Ich kann euch beide immer nicht so ganz einschätzen, wenn ihr zusammen seid. Dann ist ja immer bei euch immer so entweder Liebe oder Hass. Aber ihr mögt euch doch eigentlich, oder? Also ich glaube, wir beide haben eine Hassliebe. Also für mich ist Dustin gar keine Konkurrenz, weil ich weiß ganz genau, ein Mann wartet auf ihn. Und deswegen habe ich mit ihm gar kein Problem, dass er jetzt ein bisschen den Lückenfüller spielen möchte. Den Lückenfüller spielen möchte, geil. Ja, hätte ich auch gedacht. Also ich dachte auch bei Dustin, da wartet hier der, wie heißt er nochmal, Marco, glaube ich, oder? Aber nee, da wartet... Tatsächlich, ich sag jetzt den Namen nicht, es wurde auf jeden Fall kommentiert, wer auf ihn wartet, was auch nicht so schwer rauszufinden ist, aber ja, also Marco ist auf jeden Fall nicht. Oi, 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 oi. Das kann nichts Gutes heißen. Na, ihr? Oh, ne, oh. Ja, ich möchte ja nicht so sein, ne? Deswegen bin ich, ich sag mal so,
nicht mit leeren Händen gekommen. Also meine Vermutung, vielleicht zwei neue Typen direkt. Das war zumindest mein erster Gedanke, als die bei denen am Tisch ankamen. Aber vielleicht wären es auch vier. Der eine Van, der wird gleich ganz gemütlich zurück in die Villa fahren. Und zwar auf jeden Fall mit dir, Antonia, und einem der Männer. Der andere Van, für den geht's direkt zum Flughafen. Boah, was? Krass, ey, da hätte ich aber auch nicht mit gerechnet. Jetzt fliegt da einfach einer raus davon. Also meine Vermutung, ich glaube, das war's für Dustin. Den schickt die nach Hause, Dennis, der nimmt die nochmal mit. Ich denke, dass da einfach noch was in diesem Mann steckt und ich ihn einfach gerne wirklich weiterhin kennenlernen möchte. Und deswegen habe ich mich heute für Dennis entschieden. Aber auch Dustin, dass es das für dich hier war an dieser Stelle. Der wirkt auf jeden Fall richtig angepisst. Also bei ihm würde ich natürlich alles darauf setzen, der ist vergeben. 100 Pro. Da wird jetzt gleich die, nicht der Freund, sondern die Freundin, wahrscheinlich in dem Van auch schon drin sitzen. Und der ist auf jeden Fall nicht Single. Glaube ich nicht. Und da sitzt Lisa Marie. Da seht ihr mal, ne? So schnell kann es gehen, Freunde. Da denkt man, man geht nur auf ein Date und dann ist plötzlich einfach alles vorbei. Later. Ich habe mich dann natürlich für Dustin entschieden. Ist er vergeben? Ja. Oder war der Mann? Er ist vergeben, aber eine Frau. Was? Und die sah wirklich gut aus. Was? Meine Antennen sind komplett verbogen. Steigt einfach die Frau aus. Ja, das ist natürlich was, was ihr gerne mal kommentieren könnt. Was denkt ihr denn? Wer ist hier der Mann mit dem Partner? Wer gehört zu Marco? Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Jetzt, ich hätte auch wirklich absolut auf Dustin getippt. Aber jetzt bin ich auch erstmal verwirrt. Würde ich 24/7 sehen, was da drüben abgeht, dann könnte ich das sehr gut einschätzen. Ich würde die Zeichen, die wir ausgemacht haben, wann er an mich denkt, ich würde es alles sehen. Der ausgemacht? Ja, klar. Er macht verschiedene richtig Dinge. Richtig klug. Ja. Ah, das wäre, und so eins hast du aber noch nicht gesehen. Ja, das ist aber krass. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Zeichen ausgemacht haben. Das ist aber richtig schlau. Problem ist halt nur daran, ich weiß nicht, wenn die auch erkennen, dass er diese Zeichen gibt, vielleicht lasst ihr die dann auch absichtlich raus. Beziehungsweise ist natürlich immer die Frage, er müsste die dann halt in den Momenten machen, die auf jeden Fall gezeigt werden. Und nicht einfach so, keine Ahnung, so liegt nachmittags irgendwie am Pool, dann das Zeichen so, weiß ich nicht, am Kopf kratzen oder so. Dann kratzt er sich da den ganzen Nachmittag am Kopf rum. Und die Pool-Szenen, die werden halt dann leider nicht gezeigt, sondern das müsste er halt dann mal machen, wenn er, zum Beispiel als er bei Antonia geschlafen hat, im richtigen Moment, dann hätte die es auch gesehen. Wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, ich glaube, selbst wenn die Zeichen bekommt, macht das einen Unterschied? Irgendwie nicht, oder? Also Zeichen kann man auch geben, auch wenn man einfach mal das Zeichen geben, damit man es gegeben hat, damit die andere Person ein bisschen beruhigt ist und vielleicht gar nicht, weil man es wirklich fühlt. So, das meine ich. Hoffentlich täusche ich mich nicht in ihm. Hoffentlich wird er nicht ein Max 2.0, weißt du? Er darf nicht mit ihr fummeln. Wenn ich das sehe, dann hat er unsere Grenzen überschritten. Also der Duschjoker wird auf jeden Fall jetzt eingelöst. Ist natürlich die Frage, wie viel ich davon zeigen kann. Wahrscheinlich eher nicht so viel. Würde sie mir noch besser gefallen. Jetzt kriegt ihr eure Antworten, die ihr haben wollt. Ja, Lisa, ich hoffe, du hast gut zugehört. Natürlich verbindet es ein bisschen immer mehr und immer mehr. Und man baut so eine Verbundenheit auf. Ja, Alexander, der ist schon ein kleiner Schlawiner. Also der weiß auch schon, wie er ranzugehen hat. Ja, also da könnte er jetzt natürlich auch schon durchgefallen sein. Also wenn wir da an gerade zurückdenken. Er darf nicht mit ihr fummeln. Seine Finger, haben nach was gesucht. Boah, das ist, Freunde, also ich glaube, die wird wirklich abbrechen. 100 Pro, wenn die das sieht, da ist alles vorbei. Also kurz und knapp, irgendjemand wird natürlich auch wieder rausfliegen. Ist ja normalerweise so, dass sie immer 3 Wackelkandidaten aussucht und dann einer davon rausfliegt. Heute wackeln aber alle, also
kann jeden treffen. Und die Entscheidung gibt es natürlich sowieso erst nächstes Mal. Deswegen gucken wir uns das dann nächste Woche an. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Gerne eure Meinung kommentieren zur heutigen Folge. Natürlich auch zu Xander und dem, was er da so gemacht hat. Gerne auch noch ein Like und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.